Soeben hat mir meine Bank mitgeteilt, dass mein Überweisungsträger nicht händisch übertragen wird, sondern automatisch eingelesen wird mit einem Lesegerät. Und man hat ja den Achter als Neun übernommen. Und auf meinem Original könnte man das kriminalistisch mal überprüfen. Ich sehe da eine klare Acht, aber das Lesegerät hat wohl eine Neun gelesen. Und das kam dann zu großen Schwierigkeiten beim Finanzamt. Das habe ich ja geschildert. Und das hat mir auch Kraft und Nerven gekostet. Sowas kann ich nicht leiden. Ich meine, die Lösung, die wir jetzt haben beim Finanzamt, ist für mich günstig. Als Rentner habe ich gesagt, am Telefon. Aber jetzt kommt natürlich die Bank und sagt, Moment mal, wir können das nochmal überprüfen und eine Rückbuchung und vieles mehr. Dann habe ich aber gesagt, jetzt haben wir das schon geklärt. Nicht so viel des Guten. Das ist natürlich auch nichts. Ne? Also das war zeitlich von mir nicht so ganz klug. Gleichzeitig das zu agitieren. Also da hätte ich ein bisschen klüger handeln können oder mir das vergleichen können mit der Bank. Das gebe ich zu. Naja, aber jetzt ist es so, wie es ist. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Donnerstag. Mal sehen, ob das so auch geht. Oh, Mann, oh Mann, oh. Hier kann man ja sehen, was alles blau ist. Ne? Der Opa, ne? Der Opa sieht so aus. Das habe ich nicht gewusst, dass man das so blau sieht. Ne? Alt, ne? Also schnell zurück. So ist nicht so alt.